Dieses kurze Video soll den Aufbau einer Cruise 12 TalkLink-Installation zeigen. Zuerst zeigen wir den grundsätzlichen Aufbau einer Datenverbindung. TalkLink ist ein CAN-Bus. Er besteht aus einem Backbone, der an beiden Enden Terminatoren hat. Über Stichleitungen, sogenannte T-Cables, werden Produkte wie zum Beispiel Batterien und Ladegeräte hinzugefügt. Sollten bei Ihrer Installation die anzuschließenden Komponenten weiter voneinander entfernt eingebaut sein, verlängern Sie bitte den Backbone mittels als Zubehör erhältlichen Verlängerungskabel. Die Stichleitungen dürfen für eine störungsfreie Funktion nicht verlängert werden. Um eine korrekte Installation sicherzustellen, empfehlen wir eine saubere Kabelführung im Boot sowie eindeutige Beschriftungen der Kabel, vor allem bei Wanddurchlässen. Achten Sie auf die Orientierung der achtpoligen TalkLink-Stecker bei der Montage und schließen Sie alle Kabelverschraubungen ordnungsgemäß. Nun fügen wir dem Backbone Torqedo-Produkte hinzu. In unserem Beispiel erfüllen eine Cruise 12 und ein TalkLink-Gashebel die Funktion eines Terminators. Power 48 5000 Batterien und Ladegeräte werden über Stichleitungen mit dem Backbone verbunden. Für eine Cruise 12 TalkLink Systeminstallation müssen zwei Power 48 5000 Batterien angeschlossen werden. Die Anzahl der Ladegeräte kann variieren. Sollten Sie mehr als zwei Batterien verbauen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an Torqedo. Wenn Sie andere Torqedo Gashebel verwenden, zum Beispiel Artikel 19-5100, beachten Sie bitte Folgendes. Diese Gashebel haben nicht die Funktion eines Terminators und werden an einer Stichleitung des Backbones angeschlossen. Der Terminator ist bei diesen Gashebeln im Lieferumfang enthalten. Die Gashebel 19-4900 oder 19-5000 sind mit dem Display verbunden. Das Display ist über ein T-Kabel mit dem Backbone verbunden. Nun ein Blick auf die Installation der Leistungskabel und Ladekabel. Abgehend vom Hauptschalter, dem Main Switch, gibt es je zwei Plus- und zwei Minuskabel. Jede Power 48 5000 Batterie hat einen eigenen direkten Anschluss an den Hauptschalter. Die Schrauben, mit denen die Stromkabel an der Batterie befestigt werden, haben eine Gummiabdeckung, um sie vor Korrosion zu schützen. Ebenso ist je ein Ladegerät an einer Batterie angeschlossen. Der Berührungsschutz darf nicht eingeklemmt werden. Der Main-Switch ist im Boot so zu verbauen, dass die Anschlusspole des Schalters berührungsgeschützt sind, zum Beispiel in einer Konsole. Es ist außerdem darauf zu achten, dass der Stecker zum Motor nicht im Wasser liegt, zum Beispiel in der Bilge. Sollte nur ein Ladegerät verwendet werden, so ist das Pluskabel an der einen, das Minuskabel an der anderen Batterie anzuschließen. So wird sichergestellt, dass beide Batterien gleichgeladen werden. Für die Verwendung von Batterien mit Rundpolen wie zum Beispiel Torqedo 24-3500, AGM- oder Lithium-Eisenphosphat-Batterien bieten wir ein Anschlussset 19-7900 an. Torqedo empfiehlt hier die Installation durch einen Fachmann, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Normen für Ihr Boot eingehalten werden. Das Anschlussset 19-7900 enthält die Leistungskabel für Rundkontakte und die Stromversorgung für TalkLink. Der Adapter wird wie eine Stichleitung in den Backbone gesetzt und das Kabel an 48 Volt Plus und Minus der Batteriebank angeschlossen. Bitte beachten Sie, die Power 24-3500 Batterie funktioniert mit Cruise 12 TalkLink Motor ausschließlich ohne Kommunikation, das heißt nur im Dump-Mode. Auch das existierende TQ-Bus TQ-CAN Gateway funktioniert hierfür nicht. Wie funktioniert der Ladeprozess? Zum Laden wird der Hauptschalter auf Aus, Off geschaltet und die Ladegeräte mittels Ladekabel an das Landstromnetz angeschlossen. Die Ladegeräte schalten dann automatisch nur die Batterien an. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Ladekabels in die Landstromsteckdose, dass diese ausreichend abgesichert ist, damit der Schutzschalter nicht ausgelöst wird. Bei Verwendung des Schnellladegerätes 21-1200 haben Sie die Möglichkeit, die Stromaufnahme am Ferngashebel zu begrenzen. Zum Fahren müssen die Ladekabel vom Netz getrennt werden und der mechanische Hauptschalter wird auf eingeschaltet.
Jetzt kann das System über den Taster am Gashebel gestartet werden und das Boot ist betriebsbereit.